So, und hiermit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Wimmelbild-Let's Play von mir. Leider Gottes, jetzt nochmal mit einer Neuaufnahme, weil ich normalerweise mit, das als Live-LP machen wollte. Ich werde das jetzt auch wieder bis zu dem Teil spielen, wo ich das gespielt hatte. Dann werde ich als Live-LP weiterführen. Das Problem jetzt so ist nur, dass ich diese tolle Aufnahme nicht mehr öffnen kann mit gar nichts mehr. Weil da war nicht nur Redemption Cemetery die Rettung der Verlorenen, sondern genauso der komplette Arc-Stream mit dabei. Wobei ich nochmal gucken müsste, dass er das eventuell in kleinere Parts aufteilt, damit ich das auch mal hier als Live-LP auf YouTube freistellen kann. Mit, Chatgequassel und allem drum und dran. Das war so eine schöne Aufnahme geworden. Leider ist die für die Tonne So, ich hoffe natürlich, dass das hier so einigermaßen läuft. Ich habe jetzt mit OBS nochmal Webcam-Aufnahme. Nachher will ich hoffen, dass das mit XSplit alles läuft ohne Probleme. Und ja, dann würde ich mal vorschlagen, werden wir das Profil nochmal löschen und nochmal einen neuen erstellen. So. Ich hoffe mal, das nimmt hier alles optimal auf. Und dann gehen wir einfach mal auf. Erstmal auf Option, weil ich gemerkt habe. So, schwierig. Okay. Und dann gehen wir mal auf Spielen. Oh, ist das süß. Gutzi, 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 gut. You stumbled onto the subway late at night, headed home after a long day. But you're beginning to realize that things aren't quite right on this train. It isn't making any of the usual stops, and the passengers all look a little strange. As the train finally rolls to a stop in front of an unfamiliar old cemetery, you have a sinking suspicion that you've reached the end of the line. Also waren wir auf den Reisen der Toten mit dabei. So, das Schöne hier an diesem Spiel jetzt ist, dass ich erstmal das Menü, das Inventar aufklacke, damit ich nachher sehe, auf schwer, wir wissen schon, wie das bei den älteren Teilen aussah, dass es nicht so schwer, dass ich wenigstens noch weiß, wo ich bin. So. Eine schöne Neuerung ist diese Map. Das muss ich wirklich mal zugeben. Die hat mir jetzt in deinem Live-LP auch schon mal das Leben gerettet. So, leider kenne ich das jetzt schon alles am Anfang. Ich hoffe, ihr habt Verständnis damit. Das ist jetzt alles ein bisschen blöd gelaufen. Ich wollte heute eigentlich die erste Folge hochbringen. Nur noch schnell durchrendern und alles. Aber dann habe ich gemerkt, Mist, da läuft nichts. Oh, da oben ist ein Totenkopf, seht ihr das?
Es gibt bestimmt Gevatter tot hier. Das ist der Mann im Mond. Der ist tot. So, hier, hast einen Ball. Was geht denn hier ab? Wo ist mein Hund? Jemand oder etwas hat meinen Hund entführt. Das ist nicht lustig. Nee. Okay, sieht sehr komisch aus hier gerade. So, da hatte ich was vergessen. Ein Staubwedel. Wie schon gesagt, ich kenne jetzt leider schon das erste Kapitel. Ich kann den ersten Geist ohne Probleme lösen. Ich bin Hina, the keeper of the cemetery. You have been chosen to help the restless souls here find peace. Only then can you return home. Your dog will stay with me. It will not be harmed, but it will not be returned until you have completed your task. Yours will be a difficult journey, mortal. Take this. Nimm diesen Raben. Hier ist unser Freund der Rabe wieder. Und unser Hund ist eingesperrt. Alles so ein bisschen laut heute mehr, wie ich merke. Was haben wir denn hier? Here you are. Take the power of air for your raven. Ich könnte schwören, da war mal irgendwo ein Untertitel oder sowas gewesen. Was ist das? Kräfte der Luft. So, der Sinn und Zweck dieses Spiels ist eigentlich da oben diese... ich habe eine Weile gebraucht, bis ich das gerallt hatte. Im Endeffekt. Das muss ich zugeben, das hat ein Weilchen gedauert. So, passt. Und... ach da, passt. Ja, gut, ist gut. Das ist sehr gut. Es läuft doch besser wie vorher. Ja, passt. Das war der letzte da unten. Hä? Oh. So, und der allerletzte. Das ist doch alles prima. Ist ja schon mal, hä? Wo ist unser Rabe hin? Der ist weg. Hier. Der Rabe ist weg. Okay. Ach, diese... Der Busch hat Augen. Uns beobachtet hier alles. Wir müssen drauf Acht geben. So, wähle Luft aus. Hm? Wir wählen Luft. Das war ein Kampf auf Leben und Tod. Hm? Ein Oberkiefer. So, gucken wir einfach mal weiter. So, da oben war, glaube ich, auch noch was. Ja, sieht gut aus. So, mit dem Raben haben wir jetzt natürlich mehrere Aufladungen. Glücklicherweise. Und ach so, glücklicherweise packen die das auch jedes Mal hier in unser Inventar rein, wenn was ist. Hier war nichts. Hier ist ein Blatt. Ah, okay, das waren die Kräfte. Wobei, warte mal, ich muss da mal was machen. Das Übliche bei mir. Ich bin in einem geheimnisvollen Friedhof gefangen, in dem ein Geist meinen Hund als Geisel hält. Sie sagt,
dass sie uns erst freilasst wird, wenn ich einige gequälte Geister freigesetzt habe. Doch mir steht jemand zur Seite. Sie hat mir einen magischen Raben gegeben. Ich kann den Raben erst nach Aufladung der Elemente nutzen. Mit jedem Gebrauch erhöht sich seine Kraft. Ich muss den Raben von Zeit zu Zeit neu aufladen, damit ich ihn weiterhin nutzen kann. Und dann haben wir hier nochmal Kraft des Wassers, Kraft des Feuers, Kraft der Erde und Kraft der Luft. Und die Kräfte des Raben im Endeffekt. Ja, das ist eine schöne Sache, ne? Jetzt gehe ich doch langsam auf Blindflug. Oh, hatten wir den nicht. Folge mir. Klar, klar, ja. Ja, klar. Ja, ist klar. Ich folge dir auf Schritt und Tritt. So gut ich kann. Aber da komme ich nicht durch. So, fehlt was. Was da ist? Eine Kerze. Es brennt. Was soll das sein, das brennt? Mist, jetzt habe ich vergessen, den Timer einzuschalten. Naja, ich sehe es in der Aufnahme. Krähenflügel haben wir erhalten. Das war's. Schmetterling können wir auch noch hin und her flitzen lassen. Eine Kugel. Ich würde dir gerne so folgen, wie du. Please, I need your help. Follow me. Ja, ich würde dir gerne folgen, aber ich komme da leider nicht durch, so wie du. Das ist so die kleine Preisfrage. Gehen wir nochmal zurück. Und. Ah, da war was. Krähen. So, das ist jetzt ein Unterkiefer. Ein Oberkiefer und ein Unterkiefer. Was ergibt das? Einen Kiefer. Und bevor ich wieder ewig lange suche, wo das Ding anzusetzen ist. Ah, verdammt, du Scheiße, Alter. So gefräßiges Bürschchen haben wir hier. Alter, habe ich gerade Gänsehaut gekriegt. Vor lauter Nachgespiel hier vergesse ich völlig, oh, wo die ganzen Sachen waren. Glücklicherweise wahrscheinlich. Wir haben hier eine Schaufel. Noch ein Diamant, Kristall meine ich. Da kommt eine Sache rein. Die haben wir aber noch nicht. Ah, da ist ein Stein. Was willst du? Hände schütteln? Okay, Hände schütteln. Ah, gleich fällt der Arm ab. Gibst du das? Oh, da gibt es sogar. Ja, geil. So, und wir haben eine Säge. Es läuft ja wie geschmiert. Ist auch ein bisschen klar, muss ich leider sagen. Es tut mir leid, dass die Aufnahme nicht geklappt hat, aber... Was will man machen? Ich werde, glaube ich, vorsichtshalber dann noch hier Normalaufnahme nebenbei laufen lassen. Ja. Das bringt uns nicht allzu viel weiter. Hatte ich mir damals auch schon gedacht. Ach, irgendwie schon doof. Der gute Hobbes. Ich hätte gedacht, ich könnte ein bisschen mit hier ins Spiel mit integrieren. Aber das war ein bisschen doof. Ein Zepter. Diesmal hat es gleich da geklappt. Das letzte Mal habe ich da gedrückt, ist nichts passiert. Habe ich auf der anderen Seite gedrückt, hat das da eingefügt. Komische Sache, ne? So, hier ist nichts mehr, ne? Außer der Armreif. Gut. So, Kryptaschlüssel.
Dann gehen wir doch mal zur Krypta. Sesam, öffne dich. Untersuche die Szene. Hä? Ich habe doch nicht auf die Fackel geklickt. So, ich sehe ein Auto. Ich sehe nichts weiter. Doch, einen Schlüsselbund sehe ich. Schürhaken, Schleife, Soldat, Halskette, Bürste, das ist eine Münze. Okay, es ändert sich doch ein wenig, nicht allzu viel, aber ein bisschen. Was ist das? Ah, okay. Da war der Würfel. Libelle? Libelle, Libelle, da oben ist Libelle. Ein Chamäleon. Oh, muss man extra die Wagen aufrichten. Noch nicht mal ins Gleichgewicht bringen. Und wir haben einen Würfel erhalten. So, ich hoffe natürlich, dass euch das Let's Play bis jetzt soweit gefallen hat. Auch wenn ich es nachspiele und etwas schneller bin wie vorher. Es tut mir sehr leid, wirklich. Ich hoffe aber dann auch mal, dass ihr bei einem Live-Let's Play dabei sein werdet. Wenn dieses Spiel weitergeführt wird, ja. Nee, dieses Spiel werde ich dann wahrscheinlich... Ich weiß nicht, wann ich das weiterführen werde. Muss ich gucken. Muss ich gucken, wie viele Folgen ich hierbei rauskriege. So, dann hoffe ich natürlich, dass, ja, ihr bei einem Live-Let's Play mal dabei sein werdet. Bei einem Abendstreaming. Ja, so bei meistens gegen 20, 21 Uhr. Außer der Kleine ist etwas früher im Bett, dann geht das auch mal ein bisschen früher. Oder ich habe mal früher Zeit. Na, dann geht es auch mal ein bisschen früher. Vielleicht das Wimmelbild dann weitermachen. Mal sehen, wie es weiterläuft. So, dann wünsche ich euch natürlich noch weiterhin einen schönen Tag und eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal, euer Davilo und tschüss.